Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir sprechen heute über den DAX. Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche ein Allzeithoch markiert bei 16.331 Punkten. Seitdem steht der deutsche Leitindex aber auch mächtig unter Druck. Wie die Reise weitergehen könnte und wie Sie als Anleger auf den DAX setzen können, darüber spreche ich jetzt mit Julius Weiß von der HSBC. Herr Weiß, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Ich habe schon gesagt, der DAX hat in der vergangenen Woche eine Rekordmarke geknackt, hat seitdem aber auch deutlich abgegeben, zeitweise sogar mehr als 600 Punkte. Einige Händler hier auf dem Frankfurter Börsenparkett haben von dem unbeliebtesten Allzeithoch aller Zeiten gesprochen. Warum ist das Allzeithoch so unbeliebt? Da muss man mal gucken, was man in den Wochen vor dem Allzeithoch eigentlich auf dem Nachrichtenkanal so mitbekommen hatte. Der DAX pendelte in einer relativ engen Spanne, meistens zwischen 15.600 und 16.000 Punkte. Also der Spurt über diese runde Marke, der hat dann doch ein paar Wochen gedauert. Und dann, wie gesagt, letzte Woche am Feiertag war es dann soweit und am Freitag das Allzeithoch, wie bereits auch angesprochen. Da gibt es so Gründe, die man dann auf die Perspektive immer schalten muss. Zum einen, kurzfristig gab es Entspannungssignale im Streit um das Thema der US-Schulden. Und dann, was noch positiv war, und das war auch vielleicht so ein bisschen der mittelfristige allgemeine Trend, warum wir überhaupt schon so hoch gehen konnten, das waren einfach Entspannungssignale, auch beim wichtigen Thema der Inflation. Inflationsraten gehen ja tendenziell zurück, sodass tatsächlich dann im Sommer, zumindest in Amerika, eine Zinspause auch erwartet wird. Und das waren allgemeine Entspannungssignale, die auch schon in den Tagen oder Wochen zuvor am Markt herrschten. Dann konnte tatsächlich das Allzeithoch erreicht werden. Warum das jetzt vielleicht ein interessantes oder, wie Sie gesagt haben, unbeliebtes Allzeithoch ist, ist es natürlich immer vor dem Risiko jetzt zu sehen, das US-Schuldenthema, und das dominiert, wie gesagt, kurzfristig auch gerade die Märkte, ist ja noch nicht gelöst. Da warten wir ja weiter auf eine Einigung, und wir haben ja, wie gesagt, auch dann diese Woche sehen können, wenn es dann da eben Verzögerungen gibt oder keine klare Richtung gegen eine Einigung, dann verliert der DAX auch relativ schnell wieder und ist ja auch, wie gesagt, vom Allzeithoch wieder zurückgefallen. Sie haben es eben gesagt, die Fronten sind in den USA noch verhärtet beim Streit um die US-Schuldenobergrenze. Das hatte auch merklich auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Das haben wir auch beim DAX gesehen. Jetzt gab es ja aber diese kräftige Bewegung nach oben beim DAX auch, also über diese 16.000-Punkte-Marke, wo wir auch viele Tage drauf hingefiebert haben. Ist denn so ein Kursrutsch, so ein deutlicher, nach einem Allzeithoch normal, oder lag das jetzt wirklich an diesem US-Schuldenstreit? Ja, also wir können erstmal vielleicht betrachten, was ist jetzt gerade kurzfristig wichtig, warum sind wir jetzt wieder zurückgefallen, diese 600 Punkte knapp. Das war das Thema. Ursprünglich hatte man erwartet eine Stagnation der deutschen Wirtschaft. Das, wie gesagt, wurde dann nochmal geändert auf eine leichte technische Rezession jetzt. Die Wirtschaft ist im ersten Quartal ja leicht gefallen hier in Deutschland. Und vorher, wie gesagt, hatten wir dann das Thema US-Schulden wieder auf der Debatte, was uns ja auch dann den Mittwoch ziemlich viel Performance wieder gekostet hatte. Also das bleibt kurzfristig einfach gerade sehr, sehr wichtig. Und solange da nichts Entspannendes kommt, muss man eben sich wieder vor Augen führen, ist man in diesem Kanal, den ich ja angesprochen hatte, wo der DAX eben wochenlang zwischen 15.600 und 16.000 gependelt hatte. Da sind wir nun wieder drinne, und zumindest die Marken um 15.600 gilt es natürlich dann auch die nächste Zeit auch wieder zu verteidigen. Seit Jahresbeginn ist der deutsche Leitindex trotzdem noch zweistellig im Plus. Wie geht denn die Reise Ihrer Meinung nach weiter, oder was sagt die Charttechnik? Ja, was heißt, wie die Reise weitergehen könnte? Das Allzeithoch ist natürlich ein wichtiger Punkt und eine wichtige Marke. Das gab es ja auch schon häufiger in der Historie beim DAX, ein Allzeithoch. Wir haben das Ganze mal untersucht. Was macht der DAX im Durchschnitt nach Erreichen eines Allzeithochs? Das heißt, wir haben uns angeguckt, jeden Tag, den der DAX in seiner Geschichte ein Allzeithoch ausgeprägt hat, wie ist die durchschnittliche Performance dann im nächsten Monat oder in den nächsten 3 Monaten, 6 Monaten oder 12 Monaten, also verschiedene Zeitebenen dann betrachtet. Und das sieht man in der Tabelle ganz gut. Da haben wir dann eben aufgelistet, dass der DAX einen Monat nach Erreichen eines Allzeithochs im Durchschnitt sogar ein knappes Prozent im Plus liegt. Und wenn man jetzt diese Zeit eben noch weiter skaliert auf 3, auf 6 Monate, dann kann man schon betrachten, knapp 3 oder knapp 5% im Durchschnitt einfach nochmal positive Performance nach Erreichen eines Allzeithochs. Und nach 12 Monaten ist das Ganze dann sogar bei knapp 11%. Und so ein durchschnittliches DAX ja da im Vergleich, was vielleicht eine Rendite von 7 oder 8% im Durchschnitt bildet,
Soll also eigentlich jetzt kurz und bündig heißen, Stärke zieht weitere Stärke mit sich. Zumindest wenn man jetzt aus der Vergangenheit mal guckt und sagt, was hat der DAX historisch gesehen nach einem Allzeithoch gemacht, wie hat er sich im Schnitt entwickelt und zumindest auch, was in der unteren Zeile hier nochmal steht, die Quote für eine positive Entwicklung nach einem Allzeithoch, die ist ja zumindest gerade jetzt auch zum Beispiel diese 6 Monate fast bei 70%. Und das ist zumindest schon mal ein guter oder eine klare Botschaft, was zumindest die historischen Daten dann anbelangt. Also da könnte durchaus noch mittelfristig Luft nach oben sein. Aber wie gesagt, immer ist ganz wichtig, das Thema Schulden kann natürlich kurzfristig nochmal auf die Stimmung drücken. Und wie gesagt, sollte es dann wirklich sogar zum Zahlungsausfall kommen, dann kann das natürlich die Märkte auch nochmal durchrütteln. Und die Marktteilnehmer haben natürlich die Möglichkeit, sich eine Marktmeinung zu bilden. Und wie können Anleger denn jetzt aber dementsprechend gut beim DAX investieren? Welche Möglichkeiten haben sie? Eine sehr bekannte Produktgruppe, die wir von HSBC auch anbieten, sind die Standardoptionsscheine. Das ist ein Hebelprodukt, wo man überproportional an der Kursentwicklung vom DAX entweder nach oben oder nach unten hin partizipieren kann. Das heißt, wenn man sich eine Marktmeinung gebildet hat, der DAX wird sich in einer bestimmten Zeitspanne entweder positiv oder negativ entwickeln. Dann kann man mit Call-Optionsscheinen oder als Pendant dazu mit Put-Optionsscheinen an der weiteren Kursentwicklung überproportional partizipieren. Und da ist aber eben wichtig, dass man sich da auch eine klare Meinung über die Zeit bildet, weil diese Optionsscheine haben eine feste Laufzeit. Und dieses Laufzeitende sollte man immer vor Augen haben, dass bis dahin auch die Marktmeinung dann im besten Fall eingetreten ist, weil ansonsten drohen auch sehr hohe Verluste. Herr Weiß, Sie haben es gerade schon gesagt, man kann auf steigende Kurse setzen beim DAX oder auf fallende Kurse mit einem Standardoptionsschein. Der funktioniert mit einem Hebel. Können Sie uns die Funktionsweise noch genauer erklären? Das klingt ja so, dass man seine Chancen vermehren kann, aber auch das Risiko deutlich, oder? Ganz genau, exakt. Also man sollte sich da immer vor Augen führen, die erhöhten Chancen, dem gegenüber stehen natürlich auch immer erhöhte Risiken, bis hin zum Totalverlust tatsächlich bei diesen Produkten. Es ist so, wenn man sagt, ich setze auf steigende Kurse und erwarte, dass der DAX innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, meinetwegen bis zum Ende des Jahres oder bis Mitte Dezember, das ist gerade auch ein übliches Laufzeitende, den sogenannten Basispreis, der sollte dann bei einem Call-Optionsschein auf jeden Fall überschritten sein. Das heißt, wenn man ein Produkt mit einem Basispreis von beispielsweise 16.000 Punkten wählt bis Mitte Dezember, dann ist die klare Markterwartung, bis Mitte Dezember sollte der DAX über 16.000 notieren. Je mehr, desto besser. Und je höher der DAX dann über 16.000 steigt, desto höher ist auch dann letztendlich der Gewinn. Sind wir aber auf oder unter 16.000 am letzten Tag der Ausübungsfrist, dann ist dieser Optionsschein wertlos und verfällt somit auch mit Null und der Totalverlust ist eingetreten. Das muss man sich dann immer vor Augen führen. Andersherum der Put-Optionsschein, dort kann man auch beispielsweise einen Basispreis von 16.000 wählen bis Mitte Dezember. Da ist dann natürlich die klare Markterwartung, dass der DAX dann bis zum Jahresende klar unter 16.000 Punkten notiert. Je tiefer, desto besser notieren wir da drauf oder eben dann über 16.000 Punkten. So würde dann ein Put-Optionsschein wertlos verfallen. Und diese Charakteristika sollte man sich vor Augen führen. Natürlich kann man jetzt mit diesen Produkten auch kurzfristig innerhalb von Tagen oder Wochen an der Entwicklung partizipieren, nach oben oder nach unten. Da kann man, wie gesagt, dann den Hebel betrachten. Bei Standardoptionsscheinen gibt es aber auch den effektiven Hebel. Das sogenannte Omega ist da wichtig und das drückt dann eben aus, um wie viel Prozent ein Optionsschein tendenziell die Wertentwicklung des entsprechenden Basiswerts, also des DAX, dann gehebelt dann widerspiegelt. Also es gibt einige Punkte zu beachten. Heißt das, das Produkt richtet sich nur an wirklich sehr börsenaffine Anleger oder kann man da auch als Anfänger mal eine Option wagen? Ja, man muss sich natürlich schon mit dem Thema beschäftigen. Also erstmal natürlich eine Markterwartung, eine Marktmeinung bilden. Das ist der erste Schritt. Und dann im zweiten Schritt das Produkt auswählen. Da, wie gesagt, nicht einfach nur schnell den Hebel auswählen, sondern wie gesagt auch noch auf das Thema Laufzeit, auf den Basispreis achten. Und es gibt immer mehrere preisbeeinflussende Faktoren bei einem Standardoptionsschein. Damit sollte man sich auch mal beschäftigt haben. Das ist halt gerade für diejenigen wichtig, die auf steigende Kurse mit einem Call
Call-Option-Schein setzen für das Szenario, der DAX würde dann ansteigen, aber gleichzeitig der Faktor Zeit wirkt dann eben negativ. Und was man auch tendenziell beobachten kann, wenn die Märkte steigen und die Volatilität ein bisschen aus dem Markt rausgeht, dann wirkt das preismindernd und das könnte dann die Gewinne ausgelöst durch eine gute Entwicklung des DAX dann ein bisschen schmälern. Und diese Faktoren sollten sich dann Anlegerinnen und Anleger einfach vor Augen führen, damit man da nicht falsch erwischt wird, sag ich mal. Mhm. Herr Weiß, wir haben Sie von der HSBC ja öfter im Interview. Daher weiß ich, dass Sie auf jeden Fall diese Art von Produkten auch noch zu verschiedenen Konditionen anbieten. Also mit einer anderen Laufzeit zum Beispiel oder auch mit einem anderen Basiswert. Aber insgesamt bei dieser Produktgruppe, was müssen Anleger auf jeden Fall beachten, wenn sie investieren? Gut, auf jeden Fall die Risiken beachten. Da haben wir das Emittentenrisiko und allgemein das Totalverlustrisiko, wenn eben dieser Schein gekauft wird und bis zum Laufzeitende dann beim Call der Basispreis nicht überschritten ist oder beim Put nicht unterschritten ist, dann droht auch wirtschaftlich der Totalverlust. Das muss man sich immer im Klaren sein. Ansonsten, wie auch schon gesagt, bieten wir viele Produkte mit unterschiedlichen Basispreisen, Laufzeiten an und auch verschiedene Basiswerte, Aktienindizes. Da ist dann für viele Markterwartungen oder Meinungen sicherlich ein Produkt dabei. Julius Weiß, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview und sage bis zum nächsten Mal. Ja. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Gespräch zum Deutschen Leitindex. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Spaß beim Investieren und hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen.